Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video über Elektrotechnik. Die Gleichstrommaschine ist unser Thema, aber eigentlich reden wir nicht mehr über die Maschine, sondern wie wir Gleichstrom machen können. Ja? Über Gleichrichter. Wie unsere öffentliche Stromversorgung ist ja Wechselstrom. Wie machen wir Gleichrichter? Das letzte Mal haben wir ein paar Begrifflichkeiten festgestellt, ja, definiert. Und jetzt schauen wir sie die erste Schaltung an. Eine sogenannte Mittelpunktschaltung, eine M-Schaltung, und zwar eine M1-Schaltung. Relativ einfach, wir sehen, das ist wirklich nichts. Ja. Also da haben wir T und Zeit, das habe ich schon vorbereitet. Wie schaut so eine M1-Schaltung jetzt aus? Nun, im einfachsten Fall, zeichne ich das einmal grün an, im einfachsten Fall habe ich da eine Diode. Diode, wissen wir, Halbleiterbauelement, lässt Strom nur in eine Richtung durch, in die andere sperrt sie. Okay? Und da hinten habe ich meinen Motor. Fertig. Ist kompliziert, was? Das ist kompliziert. Hier habe ich meine Spannung U1 von T, die habe ich da unten einzeichnet, das ist U1 von T. Da habe ich meine Spannung U, UDI von T, ja, und dahinter Strom I. Okay, dahinter Strom I, I von T schreiben wir. So, wann wir uns das jetzt ansehen, also hier haben wir praktisch U von T aufgezeichnet, dann wäre das hier praktisch U1 von T. Wie sieht jetzt die Spannung UDI aus? In diesem Fall, im grünen Fall, deswegen zeichne ich jetzt grün ein. Nun, wenn diese Spannung groß ist und dieser Teil positiv gegenüber diesem Teil, ja, weil da ist ja praktisch 0, das ist diese Linie, dann vielleicht etwas reduziert um die Diodenspannung, aber bei den Spannungen, wie wir es verwenden, da, dann ist, sagen wir, sind die 0,6 Volt oder was, egal. Dann schaut das so aus, dann wird das da ansteigen. Genau so wie die Spannung, wie gesagt, vielleicht etwas unterhalb, weil ja die Diodenspannung abfällt. So, und was haben wir da? Da ist jetzt praktisch die Spannung in die andere Richtung. Was passiert also? Nichts. Ja? Wir haben hier flach. Ja? Da, wo sich die Spannung wieder umdreht, kommen wir wieder zurück. Da sind wir wieder stark. Was also passiert mit der Spannung UDI? Die pulsiert so. Das ist eine Gleichspannung. Das ist eine Mischgröße, ja, mit einem gewissen Wechselspannungsanteil, aber es ist eine Gleichspannung, ist auch dabei. Wir haben ja schon einen zeitlich linearen Mittelwert, das ist der Gleichspannungsanteil. Passt, das ist ein Gleichrichter. Gleichrichter, wunderbar, wunderschön. Ich meine, der Motor, wenn die Motorinduktivität groß genug ist, ja, und sich der Strom hier nicht wirklich ändert, geht das. Ja. Aber da braucht man schon eine große Induktivität, dass sich der Strom, weil das ist ja praktisch 50 Hertz jetzt drauf, da wird der Motor wird schon ein bisschen zucken, ja, weil das Moment des Motors ist ja dann vom Strom im Prinzip abhängig. Ja. Das Moment wird pulsieren. Wie gesagt, wenn die Induktivität des Motors groß genug ist, eine Induktivität wirkt ja der Spannungs-, also den Stromänderungen entgegen, nur dann kann der Strom schon relativ konstant sein. Aber er wird trotzdem auf und runter gehen, er wird etwas pulsieren, aber schon geglättet durch die Induktivität. Das heißt, an und für sich Ziel ist es von solchen Gleichrichterspannungen, Gleichrichterschaltungen, dass diese Gleichspannung so gut wie möglich herstellen. So gut wie möglich ist das halt bei der M1-Schaltung so. Wie kann ich jetzt die Spannung variieren? Weil jetzt habe ich einen fixen Wert. Nun, da darf ich hier keine Diode verwenden, sondern da muss ich dann einen Thyristor verwenden. Ja? Aber im Endeffekt schaut es genauso aus, weil da ist das Zeichen jetzt rot. Thyristor hat fast das gleiche Symbol. Hier die Maschine wieder. Der Motor in dem Fall. Hier haben wir wieder das I von T.
Ja? Und hier haben wir wieder die zwei Spannungen U1 und UD. Was der Theorist aber hat, ist eine Zündleitung. Da geht der Weg, back, back. Ja, da haben wir eine Zündleitung, das geht zu einer Zündschaltung. Okay? Und diese Zündschaltung, die macht einen Impuls, sodass der leiten wird. Mit einem Impuls hier wird der plötzlich leiten. Das heißt, der wird nicht automatisch leiten, wenn die Spannung positiv ist, sondern ich brauche einen Impuls auf der Zündleitung, dass der leitend wird. Er versperrt sich selbst, wenn wir da unten durchgehen. Ja? Das heißt, mit dieser Schaltung kann ich hier einen sogenannten Steuerwinkel Alpha einstellen. Wie schaut das da aus? Dadurch, dass der nicht selbst anfängt zu leiten, bleiben wir hier bei 0. Ja? Und erst nachdem eine gewisse Zeit lang verstrichen ist, die durch dieses Steuergerät festgelegt ist, nämlich der Zündwinkel Alpha hier, dann plötzlich zündet der und dann bug, springt er da rauf. Ja? Und dann sind wir gleich. Gleich wie die rote, wie die grüne Linie. Mal rüber. Und da wieder genau das gleiche. Gleiches Alpha, das wird sich nicht so schnell ändern. Ja? Und so schauen wir da aus. Schneckenhaus. Hier haben wir wieder den Zündwinkel Alpha. Also der bleibt konstant praktisch. Das Steuergerät kann den aber ändern. Das heißt, wenn ich einen anderen Alpha habe, ja, zum Beispiel so, etwas später zünde, na, dann habe ich halt weniger Mittelwert. Gell? Es geht ja immer um den Mittelwert dieser Spannung. Und je mehr ich von der oberen Halbwelle abschneide, desto weniger Mittelwert habe ich. Ja, das heißt, mit dem Alpha kann ich praktisch zwischen Vollgas und wenn er den 90 Grad wähle, den Alpha, bleibt da gar nichts mehr über. Dann würde er zwar leitend werden, kann aber nicht leitend werden, weil die Spannung schon wieder umgedreht hat. Also so kann ich praktisch den Mittelwert der Spannung zwischen dem Maximalwert und 0 variieren. Ja, ich kann da schon Drehzahl verstellen mit dem Ding. M1 Gleichrichter. Großer Nachteil dieser Schaltung natürlich ist das, dieses pulsierende ist, okay? Das ist jetzt beim einphasigen Strom. Das nächste Mal schauen wir uns wieder eine M-Schaltung an, die aber mit Drehstrom funktioniert, das heißt mit drei Phasen und dann werden wir das sehen, was ein dreiphasiger Wechselstrom eben mit dieser Schaltung anrichtet, möchte ich nicht sagen. Wie diese Schaltung dann mit einem dreiphasigen Wechselstrom funktioniert. Im Prinzip funktioniert es ganz genauso. Wir werden das aufzeichnen. Ja? Aber wenn Sie auch überlegen, wie es ist mit dem Zündwinkel und so weiter, was kann man da rausholen? Welche Restwelligkeit? Da ist ja extrem. Ne? Aber das dann das nächste Mal. Für dieses Mal herzlichen Dank für die Aufmerksamkeit. Auf Wiedersehen.